So, ihr Lieben, so werden wir alle in 48 Stunden aussehen, wenn wir entweder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollen oder halt einkaufen wollen. Wohl dem, der jetzt seine Maske schon hat und so Leute hat, die es ganz besonders machen. Mir wurde dieses besondere Schalker Modell selber hergestellt und Ingeborg, ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Wenn man dann aus Geschäften rauskommt, dann sieht man kurz aus wie Prinz Charles und dann kann man das Teil Gott sei Dank auch wieder abnehmen. Schon nach kürzester Zeit ist es echt warm darunter. Also ich werde wahrscheinlich die ganzen Einkäufe von wem auch immer erledigen lassen. Aber müssen wir halt machen. Mein Schutzengel habe ich auch schon ein Stückchen eingekleidet für die nächste Woche. Ich habe nach wie vor, das habe ich in einer der ersten Auflagen gehabt, eher den Schal. Wenn du also noch kein Material hast und das Wetter soll ja wieder ein bisschen kühler werden, dann kannst du dir diesen Schal hier besorgen und den schicke ich dir. Und wenn es mal wieder Auflockerung gibt, dann kann man besonders diesen unteren Teil hier benutzen. Das ist ganz toll für Auflockerung. Dann weht schon ein bisschen Wind durch. Also könnt ihr das benutzen. Ja, ihr Lieben, ihr merkt, meine Laune steigt. Es ist Wochenende. Natürlich für uns, die wir Gottesdienste produzieren, Livestream in die Häuser schicken, haben wir sehr viel zu tun. Aber ich möchte dich dennoch in dieses Wochenende entlassen mit einem kleinen Gedanken. Wir sind ja in der Apostelgeschichte jetzt bei Kapitel 4 gelandet. Alles sah bisher gut aus, die Gemeinde wuchs und sie hatten unglaublich gute Connection in die Stadt hinein, waren beliebt, passierten Wunder und Zeichen von den Aposteln. Und ich habe euch in den beiden letzten Tagen ja berichtet, wie dann dieser Gelähmte, der 40 Jahre lang gelähmt war, geheilt worden ist. Und jetzt kommen so wie dunkle Wolken, tauchen jetzt plötzlich auf. Während sie da also noch im Tempel sind und alle staunen und begeistert sind und Petrus, der predigt und vieles passiert wieder, tauchen die dunklen Wolken auf. Die Pharisäer kommen, das Ordnungsamt, also die Tempelwache kommt. Und die Sadduzäer kommen, die religiöse Minderheit dort, und sie tauchen auf und sie bringen jetzt Gegenwind. Und ab Kapitel 4 kippt so jetzt die ganze Situation. Sie bekommen Druck, sie werden inhaftiert, es passieren jetzt auch viele negative Dinge, Menschen sterben und das wird jetzt die nächste Zeit so sein. Ich habe mir den Gedanken gemacht, was sage ich aus diesem kleinen Abschnitt? Ich meine, bei uns droht jetzt Maskenpflicht. Und bei uns droht so ein bisschen der Urlaub im Sommer nicht so zu werden, wie man ihn hatte. Und manches droht vielleicht auch noch. Aber bei uns ist letztlich das Wissen, ja, das geht aber auch irgendwann wieder vorbei. Und die meisten werden sich wieder erholen, wirtschaftlich, körperlich, wenn gesund. Und ich musste so an die Gruppe von Menschen denken, Christen, Menschen, die wie ich, die wie wir an Gott glauben, die diese Phase schon sehr, sehr lange haben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, 2/3 aller Christen, die heute leben, in den unterschiedlichsten Ländern, sie sind bedroht durch diese dunklen Wolken, durch Inhaftierung, durch Verbote, durch unglaubliche Einschränkungen. Und sie müssen sich permanent fragen, wie weit dürfen wir gehen? Wo müssen wir dem Staat gehorchen? Wo müssen wir Gott gehorchen? Das ist das, was Petrus später sagt, als er verhaftet wird, dass er sagt, Leute, also wir haben eine Entscheidung getroffen, wir werden Gott mehr gehorchen. Weil sie sollten jetzt nicht mehr reden, sie durften nicht mehr über Jesus reden und sie mussten jetzt eine Entscheidung treffen. Und wie gesagt, bei uns ist das relativ harmlos, wie wir leben und es gibt nahezu keine Einschränkung. Wir dürfen senden, was wir wollen und unseren Glauben ausleben und das ist super und das ist gut. Und dafür bin ich Gott auch sehr dankbar. Aber vielleicht nochmal so den Gedanken an Menschen, die das nicht haben. An Menschen, die auch an Gott glauben
Und die wissen, da werden nicht in diesem Jahr Auflockerungen sein. Da werden nicht in 3-4 Monaten vielleicht wieder eine gewisse Normalität eintreten, sondern es bleibt. Der Glaube an Jesus ist eine Herausforderung. An Jesus scheiden sich die Geister. Und sie müssen weiter damit leben, dass sie nicht studieren dürfen, dass sie nicht predigen dürfen, dass Familien auseinandergerissen sind. Es sind diese Länder eben, wo die verfolgten Christen leben. Nordkorea ganz oben on the top. Und vielleicht denken wir an diesem Wochenende, ach mal an diese Menschen, wenn wir so den Gedanken haben, oh, wie es wird werden ab Montag und welche Einschränkungen noch, dass wir ein bisschen denken, hey, das ist eine vorübergehende Zeit. Aber es gibt eine Menge Menschen und Gott kennt sie mit Namen, wir kennen sie in der Regel nicht. Aber Gott kennt sie alle. Und dass wir auch an diesem Wochenende vermehrt für sie beten, dass sie in ihrer Lebenssituation durchgetragen werden, durchhalten. Und wie gesagt, wir werden uns jetzt am Montag wiedersehen und jetzt beginnt so ab Apostelgeschichte 4 so der Druck auf die Christen zu steigen. Und dann werden wir uns anschauen, wie sie sich in diesen Situationen verhalten haben. Ich wünsche dir einen tolles Wochenende. Morgen sind wieder ganz viele Gottesdienste, die per Livestream oder wie auch immer übertragen werden. Und ich wünsche dir, dass du eine gute Zeit hast. Wir sehen uns am Montag.